Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Cheap Shot, meinem Wrestling-Podcast. Länger keine Folge da gewesen, weil es irgendwie nicht so den richtigen Anreiz gab, nicht den richtigen Grund, mal was darüber zu machen oder wo es sich lohnte, das Format einzusetzen. Es soll ja auch nicht inflationär genutzt werden, sondern immer nur punktuell, wenn es was zu berichten gibt oder wenn es irgendein Thema gibt, worüber wir gemeinsam reden können. Und so ein Thema gibt es jetzt. Und zwar geht es um Crown Jewel, aber nicht um das Event an sich oder um welcher Superstar gefällt mir, war das ein guter Pay-Per-View, gucke ich lieber WWE oder finde ich All Elite besser, das alles spielt gerade überhaupt keine Rolle, denn es sind Sachen ans Licht gekommen, die sehr erschreckend und schockierend sind und gleichzeitig auch unglaublich fassungslos machen, wie man so mit Menschen umgehen kann, besonders mit Angestellten umgehen kann, denn hier geht es jetzt um die Wrestler, um die Menschen an sich, die in Arabien waren, die in Saudi-Arabien waren und dort festgehalten wurden gegen ihren Willen, wo man auch, wenn man es ein bisschen drastisch ausdrücken will, auf jeden Fall von einer Geiselnahme sprechen kann, auch wenn das natürlich jetzt hier nicht bewaffnete Geiselnahme und was weiß ich, aber weit weg davon war es tatsächlich nicht. Und ich will das Ganze mal von vorne aufrollen. Wir hatten Crown Jewel, wir hatten mehrere Arabien-Pay-Per-Views jetzt und hinter den Kulissen wurden mega fette Summen gezahlt oder auch nicht gezahlt, da komme ich aber gleich noch zu, warum diese Veranstaltung stattfinden. Es ist ein Mega-Deal für WWE und anscheinend geht WWE für Geld über Leichen. Es gibt Wrestler wie zum Beispiel Daniel Bryan, die von Anfang an gesagt haben, ich werde niemals in Saudi-Arabien auftreten, er macht dabei nicht mit und das wurde auch akzeptiert. Man kann ja niemanden zwingen, in Arabien aufzutreten. Ich wette nicht, dass die das in den Verträgen stehen haben, dass sie gezwungen werden, in Arabien aufzutreten. Das haben jetzt einige nicht gemacht, auch Daniel Bryan ist nur einer, wahrscheinlich der prominenteste von denen, die keinen Bock darauf haben. Aber es gibt noch einige andere, die nicht in Arabien auftreten wollen. Und auch beim zweiten Crown Jewel Event war Daniel Bryan jetzt nicht dabei. Aber es gibt eben auch viele andere Wrestler und Wrestlerinnen, die dabei waren. Wrestlerinnen eher weniger, aber zum ersten Mal gab es ja dieses Frauenmatch, was ich im Nachhinein jetzt eher als gescheitertes Projekt ansehen möchte. Gerade nach diesen Vorfällen, die sich jetzt in Saudi-Arabien ereignet haben, lässt es das Ganze schon in einem ganz, ganz anderen Licht dastehen. Und zwar geht es um Folgendes. Sagen wir schlichtweg, wie es ist. Saudi-Arabien, der Deal wurde ja mit der Regierung gemacht, ein Pakt mit dem Teufel, möchte man meinen, und die Regierung hat WWE nicht bezahlt. Oder es sind noch ausstehende Zahlungen gewesen, die nicht bezahlt wurden von Saudi-Arabien, was Vince McMahon natürlich auf die Palme gebracht hat. Und er hat, während Crown Jewel lief, einfach gesagt, dass Saudi-Arabien die Rechte nicht bekommt, diese Veranstaltung live im TV auszustrahlen. Ist ein ganz normaler Prozess, wenn man Gelder nicht zahlt bei solchen Verträgen, dann bekommt man halt auch nicht das Recht, Sachen live auszustrahlen oder überhaupt im Nachhinein auszustrahlen, sondern erst, wenn das Geld bezahlt wurde. Ist eine ganz normale Sache zwischen zwei Firmen, ist jetzt nichts Besonderes, auch nicht, wenn WWE hier mit einem Staat verhandelt hat. Es ist faktisch das gleiche wie ein ganz normaler Vertrag zwischen zwei Unternehmen. Aber man muss ja auch wissen, dass Saudi-Arabien jetzt nicht das menschenfreundlichste Land ist. Freie Journalisten zum Beispiel, die frei ihre Meinung äußern, die werden einfach mal hingerichtet, geköpft, erschossen oder sonst was. Ist nichts Neues, wird hier im Westen eher weniger mittlerweile drüber berichtet, weil ist nicht mehr interessant genug, aber es ist einfach ein Fakt, dass Saudi-Arabien ihr Volk tötet, wenn sie nicht das machen, was sie wollen. Oder wenn sie nicht bei ihrer Propaganda mitspielen oder sonstiges. Man kann sagen, jeder, der unangenehm ist und der Regierung schaden könnte, der wird entweder verhaftet, gefoltert oder umgebracht. Könnt ihr euch irgendwas von aussuchen, irgendetwas wird auf jeden Fall zutreffen. Und natürlich lässt sich die Regierung so etwas auch nicht gefallen, wenn Vince McMahon auf einmal sagt, nö, ihr strahlt euren Pay-Per-View hier nicht aus, solange ihr die Kohle nicht bezahlt habt. Kann man sagen, okay, Vince McMahon auf jeden Fall steht ein für seine Sache, aber dazu kommen wir gleich auch noch. Die Regierung jedenfalls war da sehr angepisst und hat dementsprechend die Wrestler nicht aus dem Land gelassen. Es hieß erst, es wären Komplikationen an dem Flugzeug und es würde ein Schaden sein und deswegen kann die Maschine nicht abheben. Das ist alles Quatsch gewesen, das ist alles nur, damit das nicht publik wird. Faktisch wurden alle WWE-Superstars festgehalten auf dem Flughafen und sogar die Militärpolizei hat den Flughafen überwacht, dass keine Maschine abhebt, wo WWE-Angestellte drin sitzen, was natürlich den Tatbestand der Geiselnahme bekräftigt. Und Waffen waren zumindest passiv auch im Spiel, denn solch eine Militärpolizei, da könnt ihr euch auch überlegen, die sind natürlich bis an die Zähne bewaffnet, wenn die auf so ein Flugzeug aufpassen oder auf mehrere Flugzeuge. Einzig und allein die Top
20 Superstars, Leute wie Hulk Hogan, Ric Flair, Brock Lesnar, die konnten mit Privatjets den Flughafen bereits verlassen, direkt nach der Veranstaltung. Also ich gehe davon aus, dass Brock Lesnar sein Match geworkt hat, hat sich umgezogen, geduscht und ist in den Flieger gestiegen. Deswegen haben einige, also die Top 20, wie es lautet, haben den Pay-Per-View zuvor schon verlassen und beziehungsweise sind schon aus dem Land ausgeflogen, bevor es zur Eskalation kam. Aber alle anderen Angestellten, und das sind ja nicht nur Wrestler, sondern auch Leute, die im Büro sitzen, die Bühnen aufbauen und was weiß ich, die alle Angestellten sonst, die mit WWE zu tun hatten, wurden gezwungen, in diesem Land zu bleiben. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen pikanten Detail. Vince McMahon hat auch vorzeitig das Land verlassen, zusammen mit den anderen Top 20 Wrestlern und war gar nicht mehr vor Ort, als seine Angestellten mit der Militärpolizei festgehalten wurden auf dem Flughafen. Das heißt, Vince McMahon hat gar nichts mehr damit zu tun gehabt, der war schon längst weg. Der hat sich längst aus dem Staub gemacht, als seine Angestellten mit Sicherheit, je nachdem, wer davon betroffen ist und wie viel, wie mental stark diese Angestellten sind, mit Sicherheit auch ordentlich Angst gehabt haben. Denn Saudi-Arabien ist jetzt nicht unbedingt für seine ausschweifende Gastfreundschaft bekannt. Curtis Axel hingegen hat einen sehr, sehr schönen Post auf Twitter veröffentlicht, wo es heißt, nicht unter den Top 20 Wrestlern, bei mir zu Hause, bei meiner Familie bin ich die Nummer 1. Und damit hat er vollkommen recht. Hier geht es nicht darum, wie geil ein Superstar ankommt oder sonst was. Hier geht es darum, dass Menschen festgehalten wurden in einem Land, wo Mord und Totschlag an der Tagesordnung stehen. Und Vince McMahon hat sich aus dem Staub gemacht wie ein feiger Hund. Und jetzt muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, wie kann ich WWE noch unterstützen nach diesem, was sie da abgezogen haben? Das ist ein No-Go. Vince McMahon hat seine Angestellten nicht nur in akute Gefahr gebracht, sondern auch eiskalt ausgeliefert. Er hat sie einfach stehen lassen und hat sich einen Dreck um seine Angestellten gekümmert. Als Milliardär, der nicht mal auf dieses Geld von den Saudis angewiesen ist. Und jetzt herrscht natürlich absolut dicke Luft hinter den Kulissen. Die Superstars, die festgehalten wurden, sind mega angepisst, haben gar keinen Bock mehr auf WWE, werden mit Sicherheit auch nie wieder in Saudi-Arabien antreten. WWE hat sich richtig in die Scheiße geritten mit dieser Aktion, besonders Vince McMahon, das war einfach nur das Feigste, was er jemals abgezogen hat. Und ich habe sehr viel Respekt an Vince McMahon verloren. Ich hatte ihn immer so ziemlich weit oben, weil er das Wrestling wirklich zu dem gemacht hat, was es ist. Aber jetzt hat es mir auf jeden Fall gezeigt, Geld ist alles, was den interessiert. Und das, obwohl er schon Milliardär ist. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Milliardär, der seine Angestellten für Geld in Gefahr bringt. Es ist ziemlich lächerlich. Natürlich ist er gut mit Trump befreundet und könnte wahrscheinlich auch die US Army bekommen, um Saudi-Arabien platt zu machen, nebenbei noch ein bisschen Öl kassieren. Kann man ja alles gut vermischen, aber wenn wir den ganzen Schwachsinn und Spaß mal beiseite lassen, ist es einfach eine Aktion, die absolut zu weit geht. Das hätte man auf jeden Fall anders regeln können, anders regeln müssen, zum Beispiel wenn alle Angestellten aus dem Land sind, dann zu sagen, hier, wir werden keine Veranstaltung mehr bei euch veranstalten, solange ihr eure Rechnungen nicht bezahlt, dann wäre das eskaliert und das ist auch nur, das hätte auch viel, viel schlimmer ausgehen können. Das ist vielleicht einigen gar nicht bewusst, aber Saudi-Arabien fackelt bei sowas nicht lange. Und der Regierung ist es auch scheißegal, ob das irgendwelche Wrestling-Superstars sind oder ob das irgendein kleiner Journalist ist, die sind eigentlich relativ radikal, was das angeht. Und deswegen die Angestellten so krass in Gefahr zu bringen, ist ein No-Go und lässt die WWE in einem ganz, ganz schlechten Licht erscheinen. Und das bringt mich dann auch zum Grübeln, ob Vince McMahon wirklich noch alle Tassen im Schrank hat. Ich glaube, dass Triple H wirklich langsam an die Macht kommen sollte. Erstens hat er mehr Ahnung, er bringt die geileren Shows, das hat man auch bei der letzten SmackDown-Ausgabe gesehen. Und was vor allem wichtig ist, ich glaube nicht, dass er seine Angestellten in einer dermaßen angespannten und gefährlichen Situation alleine gelassen hätte. Beziehungsweise hätte er das gar nicht so weit eskalieren lassen. Das war's dann auch eigentlich mit dem Podcast. Ich wollte das einfach mal loswerden. Es soll ruhig jeder wissen, was da in Arabien wirklich passiert ist. Es war nämlich kein Schaden an irgendeinem Flugzeug, sondern es war einfach das, was ich gerade erklärt habe. Und jetzt könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ist natürlich ein heikles Thema, aber wir sind hier in einem freien Land. Wir sind hier in Deutschland und hier kann man seine Meinung frei äußern, ohne den Kopf zu verlieren. Und deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Meinung zu dem ganzen Thema gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht und dann sage ich mal Rinje hauen, bis zum nächsten Mal.